Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Donnerstag 19 Uhr, wir haben eine neue Wochenaufgabe rausbekommen, ja? Und der gute Rafinha ist rausgekommen als 92er Tots Moment Karte, ja? Mit sehr, sehr, sehr geilen Stats. Die Stats schauen wir uns gleich in-game genauer an, Leute. Aber heute soll es darum gehen, wie wir ihn am schnellsten abschießen können, denn das ist leider Wives Geschwitze. Aber Leute, dafür lohnt es sich, denn die Werte jetzt schon auf den ersten Blick sehen ziemlich, ziemlich nice aus. So, und in diesem Video, wie gesagt, gehen wir die Sachen durch, wie wir ihn am schnellsten halt abschießen können. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo da lässt, falls ihr kein Abonnent meines Kanals seid. Ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen. Unterstützt. Support ist kein Mord, genau. So, ich würde sagen, Leute, wir fangen an mit Saisonerfolge. Ja, werde in zwei separaten Wilds-Partien mit Liga NOS-Spielern zum Vorbereiter, ja. Heißt hier, diese Wilds-Partie müssen wir auch nicht gewinnen, die müssen wir einfach nur spielen. Und in zwei unterschiedlichen Wilds-Partien müssen wir halt gucken, dass wir mindestens mit einem Liga-NOS-Spieler zum Vorbereiter werden. Heißt, mit diesem Spieler bereiten wir halt ein Tor vor. Dann zur nächsten Aufgabe, nur nach vorne. Werde in zwei separaten Wilds-Partien mit Stürmern, mit maximal 3 Sterne schwacher Fuß zum Torschützen und Vorbereiter, ja. Hier wieder ganz wichtig, die Spiele müssen wir nicht gewinnen. Hier wieder zwei separate Wilds-Partien. Und hier ganz wichtig, wir müssen Stürmer nehmen, ja. Zu den Stürmern mit 3 schwacher Fuß können wir uns ja gleich mal anschauen, was es da für Leute gibt. Denn so viele gute gibt es da gar nicht mit 3 Sterne schwacher Fuß. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Und mit diesen müssen wir, wie gesagt, mit zum Torschützen und Vorbereiter werden. Wir können auch hier bei der Aufgabe diese Spieler einwechseln, ja. Wir müssen ihn nicht in der Startelf haben. Dann kommen wir zu trickreicher Torjäger, ja, wir haben hier erziele in Wilds 10 Tore mit Ligue-A-Spieler mit mindestens 4 Sterne Spezialwirkung. Heißt, hier müssen wir in Wilds, egal in wie viel Spielen, einfach 10 Tore mit Ligue-A-Spielen mindestens 4 Sterne Spezialwirkung erzielen, ja. Das ist nicht allzu schwer, Leute, ihr baut euch ein Ligue-A-Team mit Liga-NOS-Spielern und mit Stürmern mit mindestens oder mit maximal 3 Sterne schwacher Fuß und dann kann man diese Aufgaben ganz, ganz nice verbinden, ja. Und zur letzten Aufgabe, starker Abschluss. Hier müssen wir in 7 separaten Wilds siegen, ja, Leute, diese 7 Wilds-Partien müssen wir gewinnen. Immer mindestens ein Tor per angeschnittener Schuss mit Brasilianern mit mindestens 82 Dribbling erzielen. Das können wir ganz, ganz leicht verbinden mit der Liga-NOS-Aufgabe und mit dem Stürmer mit 3 Sterne schwacher Fuß. Denn hier brauchen wir mindestens ein Dribbling von 82 und Brasilianer, ja. Und das können wir dann halt, wie gesagt, mit den Aufgaben verbinden. Und jetzt schauen wir uns die Karte an und wir schauen uns an, welche gute Stürmer es denn mit 3 Sterne schwacher Fuß gibt. Was müssen wir noch beachten? Liga-NOS-Spieler ist klar, 3 Sterne schwacher Fuß, Torschütze, Vorbereiter. 4 Sterne Spezialbewegung bei Liga-A-Spielern ist nicht so schlimm. Da können Stürmer, Mittelfeldspieler sein. Und hier, wie gesagt, angeschnittener Schuss Brasilianern mit mindestens 82 Dribbling. Hier muss es auch kein Stürmer unbedingt sein. So, jetzt schauen wir uns die ganz gute Karte an, Leute. Ihr sieht, wie gesagt, auf den ersten Blick ziemlich, ziemlich nice aus. Und die werde ich mir safe freischalten. Komme ich jetzt am schnellsten auf die Karte? Am besten RM, genau, RM, Brasilien, warte, ich muss natürlich auf Dreamscott gehen. Und dann haben wir den guten schon als dynamisches Bild, ne? Er hat 4-3 leider, er hat 4-3, Hochmittel, 1,86, er hat Flair und die Werte sind ziemlich, ziemlich heftig. Die Werte sind ziemlich, ziemlich heftig und uns hat uns sowieso ein Flügelspieler aus Frankreich gefehlt. Wir haben einen Atal mit über 1 Million. Wir haben einen Ben Yedder als rechter Flügelspieler, Shapeshifter, auch über 1 Million. Obwohl Atal, glaube ich, ein bisschen weniger kostet als 1 Million. Dann haben wir einen Di Maria mit 3 Sterne schwacher Fuß. Gut, er hat jetzt auch 3 Sterne schwacher Fuß, aber sonst haben wir keinen guten. Aber sonst haben wir echt keinen guten. Dementsprechend ja, ist es ein ganz guter Spieler, vor allen Dingen Nationalität nach Brasilien. Das heißt, er ist sehr, 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 sehr gut linkbar. Zum Beispiel eine 4-5-1 kann man ihn sehr gut aus der mit einem Mariano aus der türkischen Liga verbinden. Ja, ist ja auch Brasilianer RV. Und wie gesagt, die Werte ziemlich, ziemlich nice. Einziger Kritikpunkt, vielleicht langer Pass. 87 Abschluss. Und halt 3 Sterne schwacher Fuß, aber sonst sehr, sehr geile Karte. Muss man definitiv ausprobieren, Leute. Ich bin damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hat euch das Video geholfen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann und...